Schön, dass ihr alle gekommen seid. Ich begrüße euch im Namen der Rosa Luxemburg, des Rosa Luxemburg Clubs Göttingen. Bevor es richtig losgeht, müssen wir natürlich noch einen kleinen Werbeblock machen. Wer wir überhaupt sind, was wir machen und dass ihr natürlich alle euch bei uns engagieren sollt, wie das immer so ist bei solchen Veranstaltungen. Der Rosa Luxemburg Club Göttingen gehört zur Rosa Luxemburg Stiftung, das ist die linksparteinahe Stiftung. Und was wir hier versuchen in Göttingen zu machen, ich weiß nicht, wer wie oft Anne Will guckt, ich mache das ab und zu. Und ich denke mir ziemlich häufig, dass bei politischen Diskussionen doch eine Menge Inhalt fehlt. Und dementsprechend versuchen wir als eine unserer Aufgaben, politische Bildungsarbeit zu machen, uns Zeit zu nehmen, bestimmte Sachen mal ein wenig ausführlicher zu diskutieren und eben nicht nur die Schlagworte rauszuhauen. Und eine solche Veranstaltung ist jetzt diese Veranstaltung über Mitterrand, weil wir uns eben gedacht haben, dass mit den anstehenden Wahlen in den nächsten Jahren natürlich auch wieder die Frage linke Regierungsbeteiligung, ja, nein, hoch und heiß diskutiert werden wird. Und da wollten wir jetzt einfach nochmal zwei Veranstaltungen machen. Zum einen diese Veranstaltung über Mitterrand und dann eine Veranstaltung am 20. über Venezuela, wo wir einfach nochmal schauen wollen, okay, was sind denn die Erfahrungen im Ausland über Regierungsbeteiligung von linken Parteien, was sind denn da die Erfahrungen und welche Konsequenzen kann man daraus für die deutsche Situation ziehen. Genau, und sowas machen wir. Und wenn ihr Lust habt, euch an sowas zu beteiligen, dann seid ihr herzlich eingeladen, zu den Treffen zu kommen. Die sind jeden ersten Donnerstag im Monat irgendwie so. Das, falls ihr da Interesse habt, könnt ihr mich nachher nochmal fragen, dann loten wir das irgendwie aus. Auf jeden Fall sind diese Treffen spannend und man organisiert spannende Sachen und trägt was zur Bildung bei. Ist das nicht schön? Oder hoffentlich, mal gucken. nur nochmal zu der Struktur der Debatte jetzt. Johannes wird gleich loslegen. Ich weiß nicht, wie lang soll der Vortrag ungefähr werden? Dreiviertel Stunde bis genau, so lange wie er wird. Und das Ganze geht maximal bis 21:45, weil dann Johannes wieder los muss. Und genau, falls ihr Beiträge habt, meldet euch, dann nehme ich euch dran. Ich würde nach Erstrednerinnen quotieren, wenn das in Ordnung ist, weil ich das immer ganz sinnvoll finde. Keine Anspruch. Genau, und dann würde ich auch an Johannes übergeben. Bon courage. Okay. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Können Sie mich so verstehen, wenn ich so spreche? Das wäre mir sehr angenehm. Habt ihr Kinder dabei? Oder? Ich habe 9 Thesen vorbereitet für den heutigen Abend. Ich möchte mich zunächst vorstellen. Ich lehre Politikwissenschaft an der Marburger Universität und bin vielfach mit Frankreich verbändelt. Habe promoviert und habilitiert in Frankreich und über Frankreich, habe promoviert über die Remilitarisierung der Bundesrepublik Deutschland und das deutsch-französische Verhältnis und die Diskussionen damals in den Offizierkorps, habe mich habilitiert über die Sicherheitspolitik Mitterrands, also über die Frage, welche Militärpolitik, welche Militär- und Außenpolitik macht ein Linksbündnis in den 80er Jahren, habe 10 Jahre lang für das deutsch-französische Jugendwerk in dessen Forschungsabteilung, kleiner, aber feiner Forschungsabteilung gearbeitet, 2,5 Jahre in Paris gelebt und habe seit 34 Jahren ein Haus in Frankreich. Also ich bilde mir ein, dass ich das Land ein wenig kenne und habe mich vielfältig mit diesem Land beschäftigt. Mein Lieblingsthema. Ich habe seit Jahren nicht mehr über Frankreich reden dürfen. Ich muss über alle Kriege, die diese Republik führt, reden. Und das, ich fand es ganz wunderbar, dass ihr auf diese Idee gekommen seid. Ich habe meine Thesen auch für euch fotokopiert. Es sind 2 Seiten. Diese habe ich noch nicht zusammengelegt. Aber bitte hört mir zu, die Thesen, ihr werdet das vertieft im Extrakt finden, was ich euch jetzt vortrage. Es geht mir heute Abend also darum, euch die Erfahrungen aus Frankreich mitzuteilen, aus dem Verhältnis der Linken, und ich beziehe mich hier fast ausschließlich auf die Kommunistische Partei Frankreichs, in Regierungsbeteiligung der unterschiedlichsten Art. Und ich
arbeite natürlich als Schüler von Wolfgang Abendroth nicht nur über Mitterrand, über die Jahre 81 bis 84, sondern ohne Geschichte, ohne die Voraussetzungen, ohne die Vorgeschichte dieses Gouvernement de Gauche, dieser Linksregierung, kann man das alles nicht verstehen. Meine erste These ist eine globale These, die besagt, dass in Frankreich Revolutionen, politischer Radikalismus und soziale Bewegungen verschiedenster Art eine völlig andere Rolle spielen als hierzulande in Deutschland. In Frankreich hat es eine lange Kette obsiegender Revolutionen gehabt. Ich erinnere nur an 1789, die große französische Revolution, an 1830, 1848, 1871, die Commune. Und auch eine Revolution, dazu komme ich nachher, 1944, 45. In Deutschland hingegen hat es obsiegende Revolutionen mal für ein paar Tage oder für vielleicht ein oder zwei Wochen gegeben. In Frankreich gehören große soziale Bewegungen zum Alltag des Landes, anders als hierzulande. Ich weiß nicht, ob wir heute Abend darüber resonieren sollten, warum diese großen Unterschiede. Ich will nur zwei, drei Stichworte dazu nennen. Fritz Fischer, einer der großen Historiker, bürgerlichen Historiker Deutschlands, hat die These von der deutschen, vom deutschen Sonderweg aufgebracht. Das ist nicht zentral unser Thema heute. Wen es interessiert, bitte schaut mal nach. Fritz Fischer hieß der Mann. Sicherlich spielt er eine große Rolle, dass Frankreich anders als Deutschland eine ganz lange, jahrhundertelange Zentralstaatlichkeit hat. In Frankreich haben wir nach 843 einen Zentralstaat, der immer wieder angegriffen wird von den Italienern, von den Engländern, von den Spaniern, von den Holländern. Aber im Prinzip gibt es um Paris herum immer einen Kern, der eine gemeinsame Währung, den Franc Français, hat. Ab 843, das müsst ihr euch vorstellen, Deutschland hingegen wird 1871 zu einem geeinten Land, also aus einem deutschen Territorium, in dem 300 politische Einheiten existierten, wird 1871 ein geeintes Land. Und das, dieses Deutsche Reich wird, und das hat jetzt was zu tun mit der Geschichte Deutschlands und Frankreichs, die uns heute wenig beschäftigen wird, dieses Deutsche Reich wird nicht etwa auf dem Marktplatz von Marburg ausgerufen oder auf dem Marktplatz von Göttingen oder in Potsdam, sondern es wird in Versailles ausgerufen, auf dem Rücken des 1871 geschlagenen Frankreichs. Diese Unterschiede in der historischen Entwicklung, also frühe Zentralstaatlichkeit in Frankreich, sehr späte staatliche Einigung in Deutschland, hat natürlich auch zur Folge, dass die Industrialisierung und damit eine große ein Entwicklungsschub in der Ökonomie und auch im sozialen Leben in Frankreich sich Raum bricht. Die industrielle Revolution, die von England herüberkommt. Und als die industrielle Revolution beispielsweise 1850, 1860 an die deutsche Grenze klopft, dann kommt sie in, zum Beispiel an das Herzogtum Jülich. Und der Herzog von Jülich sagt der industriellen Revolution, ich habe nur 13.000 Untertanen, ich bin nicht interessiert an der Dampfmaschine. Das Herzogtum Lauenburg beispielsweise hat 50.000 Einwohner. Der Herzog von Lauenburg sagt, ich habe nur 50.000 Einwohner, ich habe keinen Platz, Maschinen zu bauen, ich habe keine Leute, die ihre Felder verlassen könnten, um in den Betrieben zu arbeiten. Also, meine erste These zusammengefasst, Revolutionen, soziale Bewegungen haben in Frankreich eine lange Geschichte, die etwas zu tun hat mit der Industrialisierung, mit der Zentralstaatlichkeit. In Deutschland sieht das anders aus. Meine zweite These bezieht sich auf das konstituierende Moment dieses Deutschland, in dem wir leben,
und vor allen Dingen das Westdeutschland nach 1945. Und dieses konstituierende Moment ist für mich der Antikommunismus. Antikommunismus, den es in Frankreich in der Weise, wie wir das, die ältere Generation zwischen 40 und 50, ich spreche hier besonders die Leute an, die ich kenne aus Österreich und ein paar Leute, die auch über 40 sind, das sehe ich so richtig. Ich tue ja niemandem weh hier, über 50 sogar dahin. Antikommunismus als strukturierendes Element, bitte fragt ihr Jüngeren eure Eltern, aber ihr müsst es ja heute im Alltag auch noch finden. Antikommunismus, Deutschland als Frontstaat an der Grenze zwischen den beiden Systemen nach 1944, 1945, also dem Sozialismus, dem realen Sozialismus, auch über dessen Qualität wollen wir heute Abend nicht diskutieren, und dem von den USA dominierten Kapitalismus nach 1944, 1945. Diesen Antikommunismus gibt es in Frankreich nicht. Ich will das an ein paar kleinen Beobachtungen für euch deutlich machen. Frankreich ist kein Frontstaat. Frankreich hat keine Grenze zu einem sozialistischen Land. Meine erste Beobachtung. Zweitens, die Kommunarden, also die Kämpfer von 1871 der Kommune, liegen in Frankreich auf einem Friedhof, auf dem Cimetière Père Lachaise, den ich euch wirklich sehr empfehle, der schönste Friedhof von Paris. Die liegen in einer bestimmten Ecke des Père Lachaise und werden hochgeachtet, werden von der Regierung gleich welcher Couleur regelmäßig geachtet. Die Gräber werden gepflegt. So etwas ist in diesem Land undenkbar, dass man das Grab von kommunistischen Führern, ich will jetzt keine Namen hier nennen, um auch da keine Diskussion anzustiften, dass man die von Regierungsseite aus pflegt. Wer unterschreibt 1944 die Kapitulation von Paris? Es gibt einen schönen Roman von Ilja Ehrenburg, ich habe jetzt den Namen vergessen, wo geschildert wird, wie die US-Armee, die Frankreich befreit, von Osten her kommt, sich einen Wettlauf leistet mit den französischen Kräften, die sich wieder rekonstruiert haben. Ich bin jetzt in der Phase 43, 44, 45, die Befreiung Frankreichs vom deutschen Faschismus. Und bezeichnenderweise wird die Kapitulation der deutschen Wehrmacht in Paris nicht vom US-amerikanischen Kommandeur unterzeichnet, sondern vom Kommandeur der französischen Resistance-Truppen, nämlich von dem Kommandeur Roll Tanguy. Ich bin dabei, euch Beobachtungen zu liefern, warum es in Frankreich keinen Antikommunismus gibt. Als ich für meine Doktorarbeit in Frankreich gearbeitet habe, hatte ich Freunde in der Kommunistischen Partei. Roger Bourderon war damals der Chefredakteur der Cahiers d'Histoire. Cahiers d'Histoire übersetzt, da ging es um Geschichte der Arbeiterbewegung. Cahiers d'Histoire, wie kann man das übersetzen? Die Geschichtsbilder, die Geschichtsblätter. Und Roger hat mir, ich habe für dieses Buch hier Interviews mit 13 Generälen geführt, hat einfach französische Generäle angeschrieben und mit seinem Briefkoffer und hat gesagt, ja, ich habe da einen Freund aus Marburg, Kollege, der möchte gerne Interviews mit Ihnen führen. Können Sie sich vorstellen, dass ein Mitglied der Deutschen Kommunistischen Partei zu Zeiten der Bundesrepublik oder der Linkspartei einem bundesdeutschen General ein Schreiben schreibt und sagt, ich habe da ein, zwei Doktoranden, Doktorandinnen, die möchten ein Interview mit Ihnen führen, die würden nicht einmal eine Antwort bekommen. In meinem kleinen Dorf, wo ich seit 34 Jahren lebe, habe ich irgendwann einen Brief aufgegeben und dann fragte mich der Postbeamte, ein guter Bullspieler übrigens, mit dem ich Bull gespielt hatte, Sie sind Deutscher? Ja, ja, sag ich, ich bin Deutsch. Ja, aus welchem Teil Deutschland kommen Sie? Das mag euch Jungen jetzt eine triviale Frage erscheinen, aber für uns, die in der Bundesrepublik sozialisiert worden sind, dass man die DDR mit der Bundesrepublik gleichstellt. In Südfrankreich fragt der Postbeamte, aus welchem Teil Deutschlands kommen Sie?
das ist schon eine Qualität gewesen, die sehr unterschiedlich war. Also zusammengefasst, die Bundesrepublik ein Frontstaat an der Nahtstelle zwischen Kapitalismus und Sozialismus, Frankreich kein Frontstaat, deshalb kein ausgeprägter Antikommunismus. Der General de Gaulle, der heute Abend ein paar Mal eine Rolle spielen wird, de Gaulle, ein politischer und militärischer Führer, war nicht Kommunist, aber er war kein Antikommunist. Eine solche Differenzierung bei deutschen Politikern zu machen, fällt ungeheuerlich schwer. De Gaulle hat, als er in der Resistance war, ich muss vielleicht zwei, drei Sätze sagen zu de Gaulle, de Gaulle war ein Zwei-Sterne-General, der 1940 desertiert ist, als sich die französische Armee unterworfen hat, als die französische Armee einen Waffenstillstand mit der faschistischen Wehrmacht, mit dem faschistischen Deutschland anstrebte. Ihr wisst vielleicht, was passiert, wenn ein Soldat desertiert. Der wird sofort erschossen, und zwar von seinen eigenen Soldaten, wenn man ihn erwischt. De Gaulle hat also sein Leben riskiert, ist mit 5 Leuten nach London gegangen, hat eine Exilregierung ausgerufen. Habt ihr eine Idee, in welches Land dieser extrem konservative Zwei-Sterne-General seine erste Auslandsreise als Chef der provisorischen Regierung des freien Frankreich macht? Ihr könnt es nicht wissen, er macht sie nach Moskau, zu Stalin. Auch das ist wieder ein Beispiel dafür, dass es die antikommunistischen Scheuklappen in Frankreich nicht so gibt wie hierzulande. Das war meine zweite These. Meine dritte These begründet sich auf die Geschichte der kommunistischen Partei, also des Parti Communiste Français, der französischen kommunistischen Partei. Die wird 1920 gegründet als sozialistische Sektion der Arbeiterinternationale, und dann spaltet sie sich wie in vielen Ländern in einen sozialdemokratischen Arm und in eine kommunistische Partei. Diese Partei zeichnet sich dadurch aus bis in die 60er Jahre hinein des letzten Jahrhunderts, dass sie zum einen die antifaschistische Kraft war. Also die kommunistische Partei ist die einzige politische Bewegung, die 1944, ich rede immer von 44, 45, weil 44 wird Paris befreit, und als Paris befreit worden ist, ist im Prinzip auch das Land befreit. In Frankreich redet man im Prinzip von 44, 45 als den entscheidenden Jahren des Umschwungs. In Deutschland redet man nur vom 8. Mai 45. Also die kommunistische Partei ist die Partei des Widerstandes gegen den Faschismus, und sie ist auf der zweiten Seite die Friedenspartei. Die kommunistische Partei hat niemals in ihrer Geschichte aufgerufen, es gibt eine kleine Ausnahme dazu, eine kleine Irritation, dazu komme ich später, niemals aufgerufen zu einem Kolonialkrieg, hat natürlich aufgerufen, sich zu wehren gegen die faschistische Besatzung, aber das sind die beiden Passport, die beiden Ausweise des PCF nach 1944, 45, die Partei gewesen zu sein, die sich strikt gegen die faschistische Besatzung gewehrt hat, und die Partei des Friedens zu sein. Also die innere Resistance war der PCF. Um euch das zu verdeutlichen, das Verhältnis zwischen de Gaulle und PCF, ich habe eben gesagt, de Gaulle war nicht Kommunist, aber kein Antikommunist. De Gaulle war mehr oder weniger der Führer der äußeren Resistance. Also er hat in London residiert, ist dann, ich glaube, 43 nach Nordafrika gewechselt und hat dort die Truppen gesammelt derjenigen französischen Offiziere, die sich nach und nach von dem mit Hitler-Deutschland kollaborierenden Vichy-Regime gelöst hat. Also de Gaulle, der Führer der äußeren Resistance, und die kommunistische Partei als die unangefochtene Führerin der inneren Resistance, also der Resistance, des Widerstandes der Leute, die in Frankreich geblieben sind. Frankreich ist nach 1944, 1945 tief gespalten.
Ihr dürft nicht vergessen, bei aller Betrachtung der ökonomischen Ausgangsbasen, dass Frankreich von 1939 bis 1962 fortwährend im Kriegszustand ist. Also nicht nur von 1939 bis 1944, 1945, Zweiter Weltkrieg, sondern unmittelbar an den Zweiten Weltkrieg schließt sich der Indochina-Krieg an, der von den konservativen Parteien losgebrochen wird. Und dieser Indochina-Krieg endet mit einer fatalen Niederlage 1954, Dien Bien Phu. Und unmittelbar an die französische Niederlage in Vietnam schließt sich der Algerienkrieg an, von 1954 bis 1962. Das heißt, Frankreich ist im Kriegszustand von 1939 bis 1962. Warum sage ich das? Was bedeutet es, in einem Kriegszustand zu sein? Das bedeutet, dass 1,5 Millionen Menschen in eurem Alter nicht an den Hochschulen sind, nicht an den Werkbänken sind und nicht als Lehrerinnen und Lehrer oder Ärztinnen oder Ärzte arbeiten können. 1,5 Millionen Menschen permanent unter Waffen, das ist das eine. Und nach 1945 kommt ein zweites Problem dazu. Das Land ist gespalten, in das Frankreich der Kollaboration, also der Zusammenarbeit mit dem deutschen Faschismus, und in das Frankreich der Resistance, des Widerstandes gegen diesen deutschen Faschismus. Warum überhaupt Kollaboration? Wir wissen heute, wo die Akten offen liegen, dass es in der französischen herrschenden Klasse Überlegungen gegeben hat. Ich weiß es vom Militär, weil ich darüber lange Zeit gearbeitet habe, Überlegungen gegeben hat. Naja, haben sie gesagt, wir sind ja keine Asiaten, wir sind keine Afrikaner, wir sind keine Untermenschen nach der faschistischen Rassenlehre. Wenn wir mit den Deutschen ein gutes Verhältnis anstreben, dann werden wir in einem nachfaschistischen Europa eine Sonderrolle spielen können. Und deswegen lasst uns lieber kollaborieren mit diesem deutschen Faschismus. Also das führt dazu, dass Frankreich, ich sage es noch einmal, nach 1944, 1945 tief gespalten ist. Eine Spaltung, die eigentlich bis heute nicht überwunden ist, weil man das nicht wirklich aufgearbeitet hat. Die kleine Irritation, wo die Kommunistische Partei einmal ihren Ruf als die Friedenspartei riskiert, betrifft den Algerienkrieg. Algerien hatte eine Sonderrolle. Algerien war nicht eine Kolonie unter den vielen Kolonien, die Frankreich hatte. Im Prinzip war ganz Schwarzafrika französische Kolonialregion. Frankreich hatte Kolonien in Südostasien. Ich habe eben von Indochina gesprochen. Frankreich hatte Kolonien in der Karibik, im Norden Lateinamerikas. Algerien war nicht eine normale Kolonie, sondern man hat in Frankreich von l'Algérie française gesprochen, vom französischen Algerien. Und Algerien war im Prinzip ein Departement, konkreter gesagt zwei Departements aus Frankreich, wurde also behandelt wie das Departement Gard, in dem ich lebe, oder das Departement Ardèche. Und als in Algerien die Widerstandsbewegung kam, da waren einige meiner französischen Freunde, Genossinnen, Genossen irritiert. Was ist die Perspektive, wenn sich jetzt Frankreich von innen auflöst, weil, wenn l'Algérie française das Land verlässt, das Mutterland verlässt, wird vielleicht die Bretagne das nächste sein, wird vielleicht das Languedoc das nächste. Diese Irritation hält ein halbes bis ein Jahr an und dann hat man das geregelt. Also zusammengefasst meine dritte These, und das ist wichtig für das, was ich hinterher daraus entwickle. Die Kommunistische Partei ist die Kraft der inneren Resistance und ist die Friedenskraft schlechthin. Ich komme im vierten Punkt zu den unterschiedlichsten Regierungsbeteiligungen, die wir in der französischen Geschichte hatten. Wir haben da drei. Wir haben zum einen die Regierungsbeteiligung im Front Populaire, also in der Zeit der Volksfront, in den 30er Jahren. In den 30er Jahren gab es in Frankreich, wie in fast allen europäischen Ländern, faschistoide Bewegungen.
Es gab dazu die Frage, wie verhalte ich mich zu Spanien, wie verhalte ich mich zum Putsch von Franco gegen die republikanische Regierung. Und daraus entwickelt sich der Front Populaire. Ich sage der Front Populaire, weil Le Front ist maskulin, nur damit ihr nicht glaubt, dass ich hier einer Sprachverirrung unterliege. Front Populaire, die Regierung im Kern aus Sozialdemokraten und Kommunisten, Kommunistinnen, besteht 12 Monate und hat sehr, sehr fortschrittliche Dinge beschlossen, unter anderem die 40-Stunden-Woche. Die Volksfrontregierung hat bezahlten Urlaub beschlossen. Es gibt wiederum einen schönen Roman, jetzt fällt mir der Autor gerade nicht ein, der handelt in einem Badeort in Deauville und Trouville, das sind schöne Badeorte an der Atlantikküste, oben an der Ärmelkanalküste, wo plötzlich 1939 zum ersten Mal die Malocher kommen und Urlaub machen. Das hatte es noch nicht gegeben, dass Arbeiterinnen und Arbeiter mit ihren Familien kommen und Urlaub machen können, weil Urlaub ist war eine Unbekannte bis dahin. Also sozialpolitisch sehr viel bewegt, Gleichstellung der Frau bewegt. Letztlich ist der Front Populaire gescheitert an der Frage, wie halten wir es mit der republikanischen Bewegung in Spanien. Der sozialdemokratische Regierungschef Leon Blum geschrieben, hat sich geweigert, die spanischen republikanischen Truppen materiell zu unterstützen. Die Kommunistische Partei wollte das unbedingt, weil sie sah, dass die republikanische Bewegung in Spanien sonst erdrosselt worden wäre. Warum habe ich den Front Populaire gewählt? Ihr solltet euch merken, im Front Populaire ist die Kommunistische Partei nicht mit Ministerinnen und Ministern an der Regierung beteiligt, sondern sie bleibt formal außerhalb der Regierung, unterstützt die Regierung und mobilisiert große soziale Bewegung mit Hunderttausenden von Leuten, um ihre sozialen Forderungen durchsetzen zu können. Front Populaire, 36, 37 im Kern, ohne direkte Regierungsbeteiligung der Kommunistischen Partei. Die zweite Regierungsbeteiligung ist 1944 bis 46, 47. Das ist die Phase der Liberation, also die Phase der Befreiung. 1944, wie ich sagte, wird Paris befreit, befreit sich selber zum Großteil. Es wird eine Regierung gebildet aus Kommunisten, Christdemokraten und den damals noch sehr schmalen, schwachen politischen Kreisen um de Gaulle herum. Es gab noch keine gaullistische Bewegung, aber de Gaulle hatte natürlich als General und als der militärische Führer, der durch das Rhonetal mit seinen Truppen Frankreich von Süden befreit hat, übrigens auch durch unser Dorf gekommen ist und die deutschen Truppen da vertrieben hat. Diese Regierung der Liberation wird mit französischen Ministerinnen beschickt. Das geht gar nicht anders in dieser Zeit, weil die Kommunistische Partei die absolut stärkste Partei ist. Der PCF erreicht 1946 bei den Parlamentswahlen sage und schreibe 27,8%, ist die stärkste politische Kraft, die Christdemokraten als zweite, und dann kommt erstmal gar nichts. Auch in der Phase der Liberation kommt es zu sehr bemerkenswerten politischen Entscheidungen. Es kommt zu einer ersten Welle von Verfolgungen der Kollaborateure. Es kommt zu einer Welle von Verstaatlichungen. Damals wird Renault verstaatlicht. Renault, also der große Autoproduzent, weil der Chef von Renault war ein großer Kollaborateur, der mit dem größten Feldherrn aller Zeiten sehr eng zusammengearbeitet hat, weil, wie gesagt, ich sage es noch einmal, die französische herrschende Klasse die Idee hatte, in einem faschistischen Nachkriegs-Europa eine Sonderrolle spielen zu können. Dann wird die Kommunistische Partei Ende 46, Anfang 47 aus der Regierung gedrängt, weil, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an den
Geschichtsschulunterricht, weil die USA mit dem Marshallplan nach Europa kommen. Und die USA bieten allen europäischen, nicht westeuropäischen, allen europäischen Ländern Marshallplan, Gelder und Hilfsleistungen an, unter einer Voraussetzung, dass sie Marktwirtschaft betreiben und dass sie keine Kommunisten und Kommunistinnen in der Regierung beteiligen. Und das konnte de Gaulle als der Regierungschef dieser Regierung der Liberation nicht vorweisen. Und dann hat er eine systematische Marginalisierung der kommunistischen Partei herbeigeführt. Und dann hat Frankreich auch Marshallplan-Gelder bekommen in einem relativ bescheidenen Ausmaß. Marshallplan-Gelder hat es damals gegeben, wenn ich mich recht entsinne, 14 Milliarden US-Dollar. Das habe ich mal hochrechnen lassen auf heutige Kaufkraft. Das wäre zwischen 250 und 300 Milliarden US-Dollar. Also schon eine erhebliche Summe. Allerdings verteilt letztlich auf 10 Länder, weil natürlich Ungarn bekommt keine Marshallplan-Gelder, Polen bekommt keine Marshallplan-Gelder, weil die haben kommunistische Regierungen oder Koalitionen, aber Frankreich, nachdem es die Kommunisten aus der Regierung verdrängt hat, bekommt Marshallplan-Gelder. Also die zweite Phase, in der die Kommunisten an einer Regierung beteiligt sind, ist die Phase der Liberation 44 bis 47 mit direkter Beteiligung von Ministerinnen und Ministern. Dann kommt die dritte Phase und das ist das im Kern des heutigen Themas. Das ist in der Tat das Gouvernement de Gauche, also die Regierung der Linken von 1981 bis 1984. Auch da beteiligt sich die Kommunistische Partei wieder mit Ministerinnen und Ministern. Und dazu spreche ich nachher in einer der nächsten Thesen noch einmal etwas genauer. Weil, und das ist meine zentrale These, mit dieser Regierungsbeteiligung 81 bis 84 beginnt der Niedergang des Parti Communiste Français und den kann man begründen. Also in meiner These 4 habe ich die drei verschiedenen Regierungsbeteiligungen aufgezeigt. Volksfront, Stützung der Regierung von außen, Entfachung sozialer Kämpfe, Regierung der Liberation mit Ministern. Ich glaube nicht, dass eine Frau daran beteiligt war, deswegen sage ich nicht Ministerinnen. Auch Entfachung sozialer Kämpfe, das war aber eine andere Zeit. Die Befreiung Frankreichs, danach konnte man Hunderttausende auf die Straße bringen. Und dann kommt das Gouvernement de Gauche zwischen 1981 und 1984 mit kommunistischen Ministerinnen, großem I. Dazu werde ich später was sagen. Im Punkt 5 möchte ich auf ein paar Irritationen eingehen, die die Kommunistische Partei in der Nachkriegszeit ausgelöst hatte, nicht nur bei mir, sondern bei der gesamten europäischen, bei der bundesdeutschen Linken. Die KP, und das können alles keine Themen sein für heute Abend, das würde jeweils einen Abend füllen. Die Kommunistische Partei hat die Entwicklung in der Tschechoslowakei 1967, 68 meiner Ansicht nach falsch eingeschätzt, hat sich also strikt gegen die Demokratisierung in der Tschechoslowakei gewandt, strikt an der Seite Moskaus, an der Seite der Sowjetunion geblieben. 1968, 69, die Bewegung im eigenen Land wird von der Kommunistischen Partei, von ihrer Führung, muss man sagen, schlicht und einfach verschlafen. Ja, es gibt einen offiziellen Tenor zu diesem Verschlafen der 68er-Bewegung. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, 68er-Bewegung ist die Bewegung, die von Frankreich ausgeht, die dann nach Deutschland, auch nach Italien, Spanien, nach England moderat rüberschwappt. In der Höhe dieser Bewegung streiken in Frankreich 7 Millionen Menschen. Ein Generalstreik von 7 Millionen Menschen. 7 Millionen Menschen. Frankreich hatte damals etwa 50 Millionen Einwohner, also 25 Millionen abhängig Arbeitende. Davon streiken 7 Millionen. Das war ungeheuerlich. Es lief kein Rad, es wurde keine Milch ausgeliefert. Ich weiß nicht, ob unser Weinkeller in unserem Dorf auf hatte. Das ist nämlich eine hochsensible Frage in unserem Dorf. Ob die KAF-Kooperative auf hat, das kann ich jetzt nicht sagen. Jedenfalls eine große Bewegung, 68, 69,
verschläft die KP. Und wie gesagt, die interne Begründung war, es gab die Befürchtung, dass diese Bewegung von rechts gesteuert worden wäre. Meine bescheidene Analyse ist, dass die Parteiführung Angst hatte vor einer sozialen Bewegung, die sie nicht selber steuerte, weil diese soziale Bewegung maßgeblich von trotzkistischen und maoistischen Kreisen damals losgetreten worden war, vor allen Dingen an den französischen Hochschulen und in den Betrieben parallel. Eine Bewegung, wie wir sie in Deutschland noch niemals zustande gebracht haben. Mein dritter Punkt bei diesen Irritationen im Punkt 5, die KP in Frankreich hält lange, lange Jahrzehnte am sogenannten demokratischen Zentralismus fest. Demokratischer Zentralismus heißt im Prinzip, ich banalisiere das, ich vereinfache das sehr stark, dass die Parteiführung in Paris an der Place Colonel Fabien, in einem wunderschönen Gebäude von Oskar Niemeyer übrigens gebaut, dem großen brasilianischen Architekten, dass die Parteiführung in Paris beschließt, was dann die Sektion in Saint-Paul-de-Caisson, so heißt mein Nest, auszuführen hat. Wie gesagt, ich male sehr schwarz, sehr stark schwarz und weiß. Also sehr, sehr langes Festhalten am demokratischen Zentralismus. Demokratischer Zentralismus, der den demokratischen Unterbau dieser damals ungeheuerlich vivanten, ungeheuerlich bewegten Partei natürlich tendenziell entmündigt. Die KP hatte in den 70er Jahren, darauf komme ich nachher, beim nächsten oder übernächsten Punkt, 500 bis 700.000 Mitglieder. Die Mitgliederzahlen der Kommunistenpartei sind immer ein großes Geheimnis, immer schon gewesen. Ja. In Deutschland ist das ein bisschen anders. Die SPD zumindest gibt ihre Mitgliederzahlen preis, wenn sie sich so in der Nähe der Millionen befindet. Wenn sie jetzt so in der Nähe der 350.000 sich bewegen, dann muss man schon genauer nachforschen. Von der FDP weiß ich im Augenblick nichts, also von wegen Zahlen. Ein bisschen, vierter Punkt bei diesen Irritationen, wird die Orientierung auf den demokratischen Zentralismus aufgelockert durch die Phase des Eurokommunismus. Eurokommunismus, der maßgeblich aus Italien und Spanien von Ernesto Berlinguer kam. Wie hieß nochmal der spanische KP-Chef damals? Ich habe den Namen vergessen. Carrillo? Wie? Carrillo. Carrillo. Ernesto Carrillo oder Carrillo. Da schließt sich die KP Frankreichs an, Georges Marchais. Eurokommunismus heißt, auch hier simplifiziere ich wieder, jedes Land hat seinen eigenen Weg zum Sozialismus zu gehen. Jedes Land findet individuelle Strukturen vor und muss natürlich seinen eigenen Weg planen. Das heißt, es gibt keinen Weg, den man in Moskau für Frankreich erdenkt, den man in Moskau für Frankreich vorschreibt. Diese Phase des Eurokommunismus trägt die KP ein paar Jahre mit. Die größte Irritation, das ist der fünfte Unterpunkt für mich als Konfliktforscher, ist allerdings 1977, betrifft den Schwenk der KP, der Friedenspartei. Deswegen habe ich das eben so betont. Denn Schwenk in der Haltung zur Atomwaffe bis dahin, bis 1977, hat die KP gesagt, die Atomwaffen sind des Teufels, jegliche Kriegsanwendung, wenn nicht zur Befreiung von Kolonialismus, ist abzulehnen. Und an einem Wochenende in 1977 schwenkt das Zentralkomitee der KP um von einer totalen Ablehnung der Force de Frappe zu einer Akzeptierung der Force de Frappe als Garant der französischen Souveränität. Also die KP schwenkt ohne jede Diskussion mit der Basis um. Ich war damals ein paar Mal in Paris, meine Friedensfreundinnen und Friedensfreunde waren total irritiert über das, was da passierte. Also plötzlich ist die Atomwaffe der Garant der französischen Unabhängigkeit, der französischen Souveränität, sogar der französischen Identität. Die KP-Leute haben das noch umdefiniert. Ja, mit dieser Force de Frappe können wir uns auch dem US-amerikanischen Zugriff auf Westeuropa entziehen. Also ganz, ganz viele große, große Absurditäten sind damals verbreitet worden. Was mir wirklich das
das kommunistische, das französische Kommunistenherz gebrochen hat. Das ist eine hochinteressante Entwicklung. Also die Brücke zwischen Eurokommunismus, also zwischen einem nationalen Weg zum Sozialismus, zum Kommunismus und der Erklärung der französischen Atomwaffe als dem Garant oder der Garantin der französischen Souveränität ist ja so blöd nicht. Ja, also die Überlegung, die Brücke, die kann ich nachvollziehen. Die französische Friedensbewegung, die Älteren unter uns werden das vielleicht erinnern, hat damals, anders als wir hier in der Bundesrepublik, die sich gegen die US-amerikanische Aufrüstung mit Pershing II und Cruise Missile gewandt haben, weil wir diese Waffen unter anderem mit Hilfe der Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler als Erstschlagswaffen, nämlich als neue Qualität in der atomaren Bewaffnung in Europa identifiziert und analysiert haben. Die französische Friedensbewegung hat sich nicht gegen Pershing II und Cruise Missile alleine gewandt, sondern sie haben einen Slogan aufgestellt, nie Pershing II, also weder Pershing II noch SS-20, nie Pershing II, nie SS-20. Sie haben also gesagt, die sowjetischen SS-20 haben die gleiche Qualität wie die US-amerikanischen Waffen für Westeuropa. Nach unserer Einschätzung, nach meiner bis heute, eine totale Fehleinschätzung. Aber was darüber hinaus wichtig ist, die französischen Atomwaffen kommen überhaupt nicht vor in dieser Forderung der französischen Friedensbewegung. Wenn man auf deren Kongressen darüber diskutierte, dann konnte es sein, dass der Strom ausfiel und dass das Mikrofon plötzlich nicht mehr funktionierte. Alles das habe ich leider erlebt. Also mein fünfter Punkt zusammengefasst waren, ist eine Reihe von Irritationen in der KP, die in der KP-Politik nach 1945, die gipfelt im Schwenk, im völlig undemokratischen Schwenk betreffend die Atomwaffe. Sechster Punkt, ein sehr wichtiger Einschnitt in der Nachkriegszeit, in der Nachkriegspolitik, markiert das berühmte Programme commun, also das gemeinsame Programm. Das gemeinsame Programm für den Fall, dass die Linke eine parlamentarische Mehrheit erreichen könnte. Das Programme commun, jetzt kommt der erste Werbeblock, behandelt wir in diesem wundervollen Buch. Ich muss mich loben, weil dieses Buch ist ein ganz tolles Buch. Es ist das, die erste Analyse damals gewesen dieser Linksregierung, über die ich jetzt gerade spreche. Da gibt es zum einen einen langen Artikel drin über das Programme commun. In diesem Programme commun wird versucht, in einem kapitalistischen Land Weichen zu stellen, um das Land fähig zu machen, einer anderen Logik als der kapitalistischen Verwertungslogik zu folgen. Zum Beispiel gibt es einen Plan der Verstaatlichung von über 130 zentralen Unternehmungen. Es gibt natürlich einen Friedensplan und so weiter und so fort. In diesem Band hier habe ich weiß nicht, ist das rumgegangen, wenn ihr mal reinschauen wollt, hinten habe ich eine Table Ronde organisiert in Marburg, eine historische Table Ronde, weil diese Linksregierung damals aus Sozialdemokraten und Kommunisten zusammengesetzt war, aus französischen und deutschen Sozialdemokraten und Kommunisten, es waren nur leider wieder nur Männer dabei. Ich weiß auch nicht, wie sowas passiert. Gilbert Badiat, Kommunist, meine Wenigkeit, Michel Culin, Sozialist, Frank Deppe, Marxist, André Gissebrecht von der kommunistischen Fraktion, Lothar Peter, DKP-Mitglied, Prof in Bremen, viele von euch kennen ihn, Josef Schleifstein, Jupp Schleifstein, einer der Begründer des IMSF, damals des Theoretischen Instituts der DKP in Frankreich, und Jérôme Vaillant vom linken Flügel der Sozialdemokratischen Partei. Wo wir damals diskutiert haben, in Marburg an einem Wochenende, was kann aus dieser Linksregierung werden. Also das Programme commun von 1972, ein epochales Programm. Auch das, ich sage es noch einmal, um zurückzukommen zu meinen Eingangsthesen, unvorstellbar für deutsche Verhältnisse, auch unvorstellbar für deutsche Verhältnisse im Jahr 2011. Dass es ein gemeinsames Regierungsprogramm von SPD und Linkspartei geben könnte für den Fall, dass diese beiden Parteien mal in Berlin eine parlamentarische Mehrheit erreichen könnte.
Das Programm Comment scheitert an verlorenen Wahlen, also 1972 wird das Programm unterschrieben von Kommunisten, Sozialdemokraten und einer kleinen Bewegung, Mouvement des Radicaux de Gauche, die Bewegung der radikalen Linken. Das sind keine Linksradikalen, sondern das ist irgendwie so eine Gruppierung zwischen, ja, man würde heute sagen, zwischen SPD und Linker, nennen sich aber Linksradikale. Scheitert an verlorenen Wahlen und scheitert daran, dass die KP wiederum 1977, 78 das Gefühl hat, weil eine Reihe von regionalen Wahlen verloren sind, dass sie ihr Gesicht, ihr Profil in diesem gemeinsamen Regierungsprogramm verliert, wird also formal aufgekündigt, das Programm, und dennoch gewinnt Mitterrand, und jetzt komme ich zu dieser, in meiner siebten These zum Gouvernement de Gauche, gewinnt Mitterrand die Präsidentschaftswahl gegen Giscard d'Estaing. Giscard, der nur eine Legislaturperiode hatte, damals war eine Legislaturperiode in Frankreich noch 7 Jahre, also Präsidentschaftslegislaturperiode, das Septennat, heute sind es nur noch 5 Jahre. Mitterrand schreibt sofort Parlamentswahlen aus, auch die werden von der Linken gewonnen, aber da zeigt sich in der Tat das, was die KP ab Ende der 70er Jahre analysiert hat. Das Stimmverhältnis, was Anfang der 70er Jahre noch in etwa so aussah, 25% KP, 15-20% PS, Parti Socialiste, also Sozialdemokraten, hat sich genau umgekehrt. Jetzt Mitterrand gewinnt, ich glaube mit 52%, mit Unterstützung natürlich der KP-Stimmen, sonst hätte er die Wahl nicht gewonnen. Und dann kommt die Parlamentswahl, bei dieser Parlamentswahl hat die KP noch 15% und der Parti Socialiste hat 25%. Und nun müsst ihr wissen, in Frankreich herrscht ein anderes Wahlrecht, das Mehrheitswahlrecht. Man braucht in Frankreich in aller Regel nicht mehr als 30%, um einen Wahlkreis zu gewinnen. Und wenn man mit zwei Parteien koaliert, in diesem Fall KP und PS, die zusammen vielleicht 40% haben, dann kriegt man in der Nationalversammlung eine gigantische Mehrheit. Also Länder mit Mehrheitswahlrecht haben immer meistens große Mehrheiten in den Parlamenten. So, 81 bis 84, also Linksregierung. Mitterrand bleibt länger an der Regierung, die Sozialdemokraten bleiben auch länger in der Regierung, aber die KP tritt 1984 aus. Die Regierung startet sehr hoffnungsvoll. Es wird eine konsequente Politik gegen Arbeitslosigkeit betrieben. Es wird eine Politik des weichen Front betrieben. Eine Politik, die es heute nicht mehr gibt, seit wir den Euro haben. Also wenn ein Land, um euch das zu verdeutlichen, wenn ein Land Exportschwierigkeiten hat, die Arbeitslosigkeit war unter Giscard sehr hoch, dann versucht man, die Währung, in diesem Fall den Franc, weich zu machen, den Franc billiger zu machen auf dem internationalen Finanzmarkt, um die Exporte der französischen Industrie zu erleichtern. Das hat die Regierung Mitterrand, ich glaube, dreimal gemacht, mithilfe der Kommunisten. Die Exporte liefen an. Es gab damals eine eigenartige Losung, in unseren Ohren eigenartige Losung, produisons français. Achetons français, lasst uns französisch produzieren und lasst uns französische Produkte kaufen. Also um den internen Aufschwung durch den weichen Front, durch ein starkes Konsumverhalten zu unterstützen. Es wurde der Mindestlohn erhöht, mehrfach erhöht. In Frankreich gibt es wie in vielen anderen Ländern, ich glaube die Bundesrepublik ist mittlerweile in der EU, das einzige Land, kann es sein ohne Mindestlohn, ich weiß es nicht, das einzige Land, ich glaube schon, oder? Du schüttelst den Kopf? Drei oder vier Länder, okay. In Frankreich gibt es schon immer einen Mindestlohn. Im Augenblick liegt der SMIC, der Mindestlohn, bei 1000 Euro oder vielleicht jetzt mittlerweile bei 1100 Euro. Der wurde also bei Mitterrand am Anfang mehrfach erhöht. Interner Konsum wurde angeregt. Und dann wird diese Politik ökonomisch problematisch. Das Ausland reagiert dadurch, dass es selber seine Währungen
auch weich macht. Und Mitterrand schwenkt innerhalb des zweiten Jahres von einer Politik der Nachfrageorientierung hin zu einer Politik der Angebotsorientierung, der Austerität. Also schon nach 20, 24 Monaten die klassischen Austeritätsmerkmale. Der Staat zieht sich aus der Sozialpolitik zurück, der Staat zieht sich aus einer aktiven Lohnpolitik zurück, der Staat selber entlässt Leute in den gigantischen staatlichen Betrieben, der Staat selber privatisiert einzelne Betriebe und die KP bleibt in dieser Phase in der Regierung. Und meiner Ansicht nach bricht ihr das letztlich den Hals. Eine kommunistische Partei in einer Regierung, die die Massenarbeitslosigkeit wieder erhöht. Das haben die Leute auf den Straßen nicht verstanden. Ich habe damals in Paris gelebt, das haben die Leute nicht verstanden. Es gab zu dieser Zeit, 81 bis 84, nicht den Hauch von sozialen Bewegungen. Es gab eine kleine Friedensbewegung, die auch mal 100.000 Leute in den Wald von Vincennes gebracht hat zu einer Demonstration. Aber wenn die Losungen da heißen, nie Pershing 2, nie SS 20, wenn man nicht über die eigene Atomwaffe diskutiert, wenn man die nicht zur Disposition stellt, welche Qualität hat diese Friedensbewegung? Ja, in dieser Phase, also Anfang der 80er Jahre, verliert die KP massiv an Einfluss. Die KP hatte schon Ende der 70er Jahre ihre Verankerung in der Region verloren. Die KP hat mal, ich weiß nicht mehr genau wie viel, an die 20 Regionalzeitungen besessen, Tageszeitungen besessen. Also nicht nur die Humanité in Paris und die Humanité Dimanche, die Wochenendzeitung, die es immer noch gibt, die auf sehr, sehr quantitativ niedrigem Niveau dahin krebsen, sondern die haben zum Beispiel in unserem Departement, in Gare, haben sie eine Tageszeitung gehabt, die eine sechsstellige Auflage hatte. Ja? Die KP hatte Regionalbüros in unserer Kleinstadt, 7000 Einwohner, Pont-Saint-Esprit, gab es natürlich ein Büro des Parti Communiste Français. Dieses Büro ist seit 1982, 83 verwaist. Und das ist jetzt nur ein einzelnes Beispiel. Die Leute fühlten sich von der Parteiführung schlicht und einfach verlassen. Das war meine siebte These, also Zusammenfassung. Ich glaube, nach den Irritationen aus der These 6, vor allen Dingen Schwenk in der Friedensfrage, ist das Mittragen der Politik, der Austerität, also der Sparpolitik, der letzte Sargnagel für die kommunistische Partei. Die KP sackt dann in den Wahlergebnissen ab, bis um die Jahrtausendwende 3%, 4%, erholt sich im Augenblick wieder. Im Augenblick sind die Wahlergebnisse liegen zwischen 5 und maximal 10%. Immerhin. Achter und vorletzter Punkt. Die neuen sozialen Bewegungen, die es in Frankreich auch gibt. Es gibt Attac geht von Frankreich aus. Pierre Bourdieu sagt euch was, es gibt eine Frauenbewegung, es gibt eine Anti-Atom-Bewegung, die sich auch mehr und mehr berappelt. Ihr wisst vielleicht, dass in Frankreich 80% des Stroms aus Atom produziert wird, des Stroms, nicht der Energie, 80%. Bei uns sind es, glaube ich, 30% der Stromproduktion. Es gibt eine völlige Blindheit, eine absurde Blindheit gegenüber der sogenannten zivilen Nutzung der Atomkraft. Das wird so langsam, aber sicher aufgekratzt. Die heutige Parteiführung versucht mit diesen neuen sozialen Bewegungen, wie ich sie technisch nenne, Kontakt aufzunehmen. Aber diese neuen sozialen Bewegungen sind natürlich skeptisch, was die KP anbelangt, weil sie immer noch PCF mit Moskau identifizieren, mit der Politik des demokratischen Zentralismus. Auf der anderen Seite darf man nicht verkennen, dass die KP und ihre Gewerkschaft, die CGT, Confédération Générale du Travail,
Das ist also nicht eine kommunistische Gewerkschaft, sondern eine Gewerkschaft, die sich stark orientiert an der KP. Die haben immer noch in bestimmten, und zwar in gigantischen Großbetrieben, in Schlüsselbetrieben, Schlüsselstellungen, beispielsweise bei der französischen Eisenbahn, bei der SNCF oder bei der Metro in Paris, wenn die CGT streiken will, wenn sie nicht will, dass in Paris eine Metro fährt, dann fährt in Paris keine Metro. Ich kann jetzt nicht die Zahlen nennen, wie viel die CGT bei den Betriebsratswahlen gewinnt. Das sind Zahlen, wie die IG Metall sie sich nur erträumen kann, 80-90%. Aber das sind, wie gesagt, nur Schwerpunktbetriebe unter den gigantischen großen Betrieben. Es gibt eine neue Entwicklung nach der politischen Wende, dass es mehr und mehr Kooperation unter den drei großen Linksgewerkschaften gibt. CGT als kommunistisch orientiert, CFDT als stärker sozialdemokratisch-sozialistisch orientiert und Force Ouvrière, die ich keiner politischen Partei zuordnen würde. Das sind drei Linksgewerkschaften. Ihr müsst unterscheiden, wir haben in Frankreich keine Einheitsgewerkschaft, sondern wir haben politische Tendenzgewerkschaften. Also daher könnte eine politische Morgenröte kommen. Neunter Punkt, mein Fazit, die Alternance, so sagt man das im Französischen, also ein Wechsel in der Regierungsmacht durch Wahlen zwischen links und rechts, hierzulande höchstens in Kommunen und in wenigen Ländern. Überlegt euch bitte, wie politische Mehrheiten jetzt gestaltet worden sind nach der Wahl im Saarland. Von den 5 neuen Bundesländern kann man dasselbe sagen. Sind in Frankreich Normalität. Eine national orientierte Variante linker Politik, wie die KP sie realisiert hat, ist mit äußerster Skepsis zu betrachten. Eine Partei, die verzichtet darauf, große soziale Bewegungen außerhalb des Parlaments zu entfachen, um innerhalb der Parlamente entsprechende Politik zu machen, ist meiner Ansicht nach zum Scheitern verurteilt. Und mein letzter Punkt, wo die Linke, wo, ob sie nun Linkspartei heißt oder kommunistische Partei, aufgibt, sich gegen Militär als der Versuch, politische Probleme oder Sozialprobleme zu lösen, wo man also seine Identität als Friedenspartei aufgibt, da ist die Partei verloren. Eine linke Partei, eine marxistische Partei, muss den militärisch-industriellen Komplex analysieren, muss den Zusammenhang zwischen Krieg und Kapitalismus analysieren, sonst geht sie unter. Ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielleicht ein kleines Wort zu meinen Büchern. Ich möchte eigentlich keines dieser Bücher wieder mitnehmen. Die Bücher kosten alle 6 Euro heute. Dieses Buch hat 50 Euro gekostet. Das verkaufe ich euch für 10 Euro. Ja, 6 Euro die anderen. Bitte lasst mich keins wieder zeugen. Und ich finde, das ist wirklich das zentrale Buch für unser heutiges Thema. 6 Euro sind 2 Bier. Oder ich weiß nicht, ob ihr braucht. Bitte? Ja, ja. Wenn du mir jetzt eins holst, da bin ich dir sehr dankbar. Bitte schön. Entschuldigung. Ja, genau. Also wenn es Fragen gibt, ich würde Redeliste machen. Genau, oder sonst zu Anfang eine Frage von mir. Also die, was so meine Sache ist, ich habe mich auch ein bisschen eingelesen in das Thema, damit man dann doch ein bisschen was vorne sagen kann. Und was mich halt am meisten bei der Frage fast, oder was so der Grund war, warum man Mitterrand diskutiert, ist, dass die Mitterrand-Regierung ja eine Situation war, wo sie, meine ich, eine Zweidrittelmehrheit im Parlament hatte. Und die Frage, die sich mir halt so stellt, ist, dass wenn eine Regierung, eine linke Regierung, die auch wirklich ein linkes Projekt durchsetzen will, wenn die eine Zweidrittelmehrheit hat und das nicht durchgesetzt kriegt, also die haben ja dann scheinbar nach 2 Jahren dann eben doch wieder einen sozialpolitischen Schwenk nach rechts gemacht, wie du da schreibst.
Wo sind denn dann die Gründe zu suchen? Also wie kann eine Regierung, die eine Zweidrittelmehrheit hat, dann so schnell wieder einknicken? Ich war damals befreundet mit einem der Minister, mit einem der kommunistischen Minister in der Überfreundung, übertrieben. Wir haben uns bei Roger Vauderon, von dem ich ihm erzählt habe, war mal zum Essen getroffen. Jacques Ralit war Bürgermeister in einer dieser, im Speckgürtel von Paris, so 200.000, 250.000 Einwohner, ganz wichtiger Mann, ein kulturorientierter Mensch, sprach perfekt Deutsch. Und Ralit kam abends zwei, dreimal aus dem Ministerrat und hat uns beschrieben, wie Mitterrand mit den kommunistischen Ministerinnen, es gab ein paar Frauen Staatssekretär, wie er mit denen umgegangen ist. Und natürlich war die Presse dabei. Mitterrand hatte 81, nachdem sich die Wahlverhältnisse, so wie ich das eben geschildert habe, umgekehrt haben. Der Parti Socialist war in der absoluten Mehrheit auf der Linken. Die Kommunistische Partei war in einem von diesen 28% auf 15% in einem fortwährenden elektoralen Abstieg. Mitterrand hatte die Strategie, in dieser Linksregierung werde ich die Kommunisten vorführen. Ich werde diesem Land beweisen, dass wir ohne die Kommunistische Partei sozialdemokratische Politik machen können. Das heißt, sie konnten ihr Profil nur sehr, sehr unzureichend mit Leben erfüllen und haben darauf verzichtet, und deswegen habe ich das in der Zusammenfassung geschrieben, sie haben darauf verzichtet, soziale Bewegungen außerhalb der Regierung, außerhalb des Parlaments ins Leben zu rufen, die Leute auf die Straße zu bringen. Normalerweise rekrutiert sich die französische politische Klasse aus den Absolventen und wenigen Absolventinnen der sogenannten Grandes Écoles, der Elite, sogenannten Elite-Universitäten. Also sie hatten populäre Leute und leistungsfähige Leute in der Regierung, aber wenn du von außen keinen sozialen Druck entfalten kannst gegen eine solch dominierende Politik wie Parti Socialiste und diesen Mitterrand, dann hast du in der Tat schlechte Karten. Also für mich war der entscheidende Fehler, dass man nicht die Straßen mobilisiert. Und bitte? Forschungsauftrag für 32. Ich habe mal eine Frage zur Bürokratisierung der PGF und auch im Prinzip der kommunistischen Gewerkschaft. Ich glaube, da wüsste ich eben gerne mal, die Form der Bürokratisierung in Frankreich eigentlich eine andere Rolle spielt, sich anders darstellt. Und vielleicht auch nie so kritisiert worden ist, wie in Deutschland vor allen Dingen in den 70er Jahren. Da wüsste ich gerne mal ein bisschen mehr zu. Ja, wir haben das in der Tat nicht kritisiert, weil wir waren... Können wir mal ganz kurz für die, die 1970 noch nicht mal gelebt haben, zusammenfassen, ob es hier so eine Antibürokratisierungsbewegung gab oder irgendwie sowas? Oder... Ja, vielleicht kann ich das erklären. Also in Frankreich, habe ich eben schon gesagt, hatten wir politische Richtungsgewerkschaften. In Deutschland haben wir eine Einheitsgewerkschaft. Einheitsgewerkschaft unter dem Dach des DGB. Einheitsgewerkschaft, die dazu führt, dass politische Positionen schwierig zu artikulieren sind. Ich will das mal sehr höflich ausdrücken. Ich will euch nur erinnern daran, da ist ein Kollege von DGB, offensichtlich. Nicht von DGB, okay. Entschuldigung. Wie schwer es uns gefallen ist, ich bin in zwei Gewerkschaften drin, ja, ich bin ÖTV, Verdi und GEW. Kollege, wie schwer es uns gefallen ist, im DGB den 1. September als Friedenstag, als Antikriegstag zu verankern. Bis in die 80er Jahre hinein sind wir vom DGB mit einem Maulkorb versehen worden. So, dem gegenüber fanden wir junge Marxisten, Marxistinnen in Frankreich politische Richtungsgewerkschaften vor, die mit außerordentlich klaren Forderungen, CGT, Confédération Générale du Travail und CFDT mit einem linken marxistischen kleinen Flügel, die wirklich Projektionen hatten, eine andere Gesellschaft zu schaffen.
Das Programm Comment von 1972 ist ohne die linken Gewerkschaften nicht denkbar. Das ist eben nicht aus den Parteiköpfen herausgekommen, sondern das ist mit Druck von den linken Gewerkschaften von unten gekommen. So, und damals, und um jetzt auf deine Frage einzugehen, haben uns diese internen Strukturen wenig interessiert. Wir haben auch in der KP den demokratischen Zentralismus nicht in Frage gestellt. Die DKP-Genossinnen unter uns, ich höre da nicht zu, haben selber darunter gelitten, sondern wir waren völlig fasziniert davon, dass da eine Partei war, die über Hunderttausende von Mitgliedern verfügte, die Zeitungen hatte, die Bildungsinstitutionen hatte. Es gab damals in den 70er Jahren einen Spruch, wenn dein starker Arm, alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Das heißt, wenn die CGT beschließt, dass in Frankreich, ich sage das jetzt nochmal, dass in Paris kein Metro-Reifen rollt, dann rollt in Paris kein Metro-Reifen. Davon waren wir fasziniert und insofern, das sage ich jetzt außerordentlich selbstkritisch, haben wir solche internen Strukturen nicht kritisiert. Wir haben sehr wohl, da hat das angefangen, Anfang, Mitte der 80er Jahre in der Friedensbewegung diskutiert, weil für uns hier war das damals ganz wichtig, dass wir in der Friedensbewegung einen Konsens hergestellt hatten, in diesem Krefelder Appell, dass wir eben die sowjetischen Waffen nicht mit den US-amerikanischen Waffen gleichsetzen, sondern dass wir gesagt haben, die USA konstruieren ein politisches Novum auf westeuropäischem Boden, weil sie Europa in einem Atomkrieg opfern wollen. Damals hatten wir diese Bewegung, 5 Millionen Menschen haben den Krefelder Appell unterzeichnet, aber wir waren fasziniert von den politischen mächtigen Richtungsorganisationen in Frankreich. Selbstkritik. Ja, eine Frage zur Wahrnehmung von Mitterrand und den Sozialisten durch die Kommunisten. Ich meine, Mitterrand hat ja eine lange politische Karriere hinter sich und vor allem wirklich kein unbeschriebenes Blatt. Und die Sozialisten waren wahrscheinlich sehr viel schwieriger einzuschätzen als Bewegung insgesamt oder als Organisation. Aber dass Mitterrand erst in der Regierung dieses Vorhaben im Kopf und vielleicht dann auch irgendwie politisch in die Wege gebracht hätte, die Kommunisten klein zu kriegen, das musste den Kommunisten noch eigentlich vorher bekannt sein. Und das heißt also, wenn man sich ein solches Unternehmen einlässt, da ins Boot zu steigen, muss man ja doch irgendwie überlegen, ob man nicht ein Rettungsboot dabei haben muss oder einen eigenen Antrieb, so wie du das geschildert hast, also mit Massenbewegungen, damit man also nicht entweder gemeinsam untergeht oder selber nur über Bord geschmissen wird, was dann ja passiert ist. Also das ist mir völlig unklar, wie das hat sein können. Das ist ja eine Art von politischer Blindheit, die offenbar nicht erst in der Regierung passiert ist, sondern auch schon außerhalb. Und das ist völlig schlagerhaft. Ja, es ist eine sehr spannende Frage. Also Mitterrand war natürlich kein unbeschriebenes Blatt, wie du sagst. Mitterrand war ein rechter Sozialdemokrat, Mitterrand war ein Kolonialist. Er war sogar mal Minister für die französischen Kolonien gewesen. Mitterrand hat sympathisiert mit der Kollaboration. Man konnte ihm nicht direkte Kollaborationsleistungen nachweisen. Mitterrand hat unter anderem Barbie, den Schlächter von Lyon, lange Zeit vor der Verfolgung geschützt. Also man wusste, dass dieser Mann ein Gangster war. Als ich 81, wir waren das erste Mal für ein halbes Jahr in Paris, als die Wahl gewonnen wurde mit Mitterrand, da haben wir versucht, unsere französischen Genossen und Genossinnen, Gilbert Badia, Roger Bourderon, wir haben versucht, sie mit unseren kritischen Fragen zu konfrontieren. Müsst ihr denn in diese Regierung reingehen? Warum geht ihr in die Regierung? Ihr seid so schwach geworden. Ihr seid von 28 auf 15% runter. Was wird Mitterrand mit euch machen? Er wird mit euch spielen wie mit einem Ball. Warum nicht das Modell, und deswegen habe ich eben die lange Vorgeschichte gemacht, warum nicht das Modell
Front Populaire, also Linksregierung, ja, meinetwegen auf der Basis des Programme Commun, aber bitte nicht in die Regierungsverantwortung eingewebt, sondern mit Unterstützung durch Mehrheitsbeschaffung im Parlament. Mitterrand hätte sich darauf eingelassen, weil er keine Alternative hatte. So, und dann haben uns die Leute gesagt, ich habe mit Marchais gesprochen auf einer Diskussion, Georges Marchais, ein politischer Betonkopf. Ja. Marchais hat gesagt, ich war ein junger Doktorand damals, ich war schon froh, dass er mich überhaupt zur Kenntnis nahm. Ja. Georges Marchais hat gesagt, also wir haben, und da ist natürlich was dran, ich mache mich nicht lustig darüber, ja. Marchais hat gesagt, wir haben jetzt seit 1972 das Programme Commun. Und das Programme Commun heißt eben nicht Programme Commun für eine Oppositionspolitik, sondern es heißt ein Regierungsprogramm. Erstens, wir haben jetzt einen halb- bis einjährigen Wahlkampf geführt. Präsidentschaftswahlkampf geht ein Jahr lang. Guckt mal rüber, in Frankreich ist der Präsidentschaftswahlkampf in vollem Maß und es ist erst im Herbst 2012, so im Herbst 2012 soweit. Wir haben ein Jahr lang Wahlkampf geführt und haben den Leuten gesagt, wir wollen in die Regierung pour changer la France, vraiment changer, um das Land, die Politik wirklich fundamental zu verändern. Und jetzt sollen wir ihnen sagen, nein, wir bleiben in der Opposition. Mich erinnert das sehr, sehr wohl an einen, an für mich einen sehr, sehr weisen Wahlspruch der damals noch PDS sich nennenden Linkspartei. Veränderung beginnt in Opposition, hieß es, glaube ich, 91, 92 bei den ersten Wahlkämpfen. Das fand ich fantastisch. Und nicht nur fantastisch deshalb, weil sich irgendwelche Leute in den 5 neuen Bundesländern erstmal einrichten mussten, sondern für mich ist da eine sehr, sehr tiefe Wahrheit drin. Wir als Linke, Marxisten, Marxistin oder wie auch immer wir uns bezeichnen, als veränderungswillige, veränderungsbewusste Kräfte haben in einer Regierungsbeteiligung eigentlich nichts verloren, wenn wir nicht außerhalb der Parlamente soziale Bewegungen an unserer Seite haben. Sonst werden wir geopfert, sonst werden wir kaputt gemacht, sonst reiben wir uns auf am politischen Alltag. Wenn man sich gegen die stabilen, wirklich sehr stabilen herrschenden Verhältnisse in diesem Land wehren will, dann kann man das nicht tun ohne die Straße. Alles andere ist illusionär. Ich rede nicht gegen eine Regierungsbeteiligung in einem Städtchen wie Marburg oder was weiß ich, in einem Landkreis. In Rügen haben wir, glaube ich, eine Landrätin aus der Linkspartei. Die kann natürlich einen Haufen Dinge bewegen. Ich rede von einer nationalen Politik, wo man versuchen könnte, die Logik dieses Kapitalismus anzuknapsen. Das geht nicht ohne die Straße. Du sprachst eben von der nationalen Ebene, ist das Problem, wenn man sich anguckt, was jetzt bei der Tolerierung, da ist das ja angesprochen als mögliche Alternative, 81 in NRW passiert, da passiert ja genau das, dass eben die SPD mit der Linken einen Ball spielt und das auch dazu führt, dass sie halt eben runterrutscht in den Umfragen und dann die Genossen Angst haben, dass sie halt eben aus dem Parlament fliegen, wenn es Neuwahlen gibt und umso mehr schlucken. Das ist der Teufelskreis, der da ja jetzt derzeit passiert. Deshalb die Frage, ist das tatsächlich Tolerierung an sich die Alternative oder gibt es nicht noch andere Voraussetzungen? Also du hast ja auch angesprochen, die Existenz sozialer Bewegungen, die dazu noch bereit sein müssen, eben ein solches Projekt eben mit zu unterstützen. Das heißt auch ein gewisses, zumindest solidarisches Verhältnis, wenn es auch meinetwegen etwas distanziert sein mag, zumindest ein solidarisches Verhältnis zu der Partei und zu den Menschen, die ja in der Regierung sind, haben müssen und existieren müssen. Du hast gesagt, 81 gab es nicht den Hauch von sozialen Bewegungen. Deshalb die Frage, war nicht vielleicht dann schon die Fehlentscheidung, überhaupt dann da reinzugehen? Naja, die sozialen Bewegungen. Welche Alternative, oder hätten die auch entstehen können, aber wenn ja, es eine andere Politik gegeben hätte? Wie hätte diese Politik dann aussehen müssen? Aber gab es auch Überlegungen dazu, die Änderungsvorschläge in Bezug auf die Strukturen des Staates zu machen und damit auch des politischen Systems? Um halt eben auch Strukturen zu schaffen, die es ermöglichen, dass sich halt eben
Druck auf der Straße in Politik umsetzt. Hm. Meine erste Gegenfrage, wie viele Semester hast du Zeit? Du hast jetzt eine große, große Baustelle aufgetan. Also, ich bleibe erstmal in Frankreich. In dem Moment, wo die KP in die Regierung eintritt, 81, hat die Parteispitze alles, was außerhalb des Parlaments passierte, als Angriff auf die eigene Politik betrachtet. Gebt uns doch erstmal Zeit. Das war die Regel. Und sie haben es gar nicht erst versucht mit Tolerierung, sondern, und jetzt komme ich noch zu einem anderen Erklärungshinweis, ihr dürft nicht vergessen, was an einer Regierungsbeteiligung dranhängt. Was dranhängt, wenn man 4 Ministerinnen und Minister stellt, wenn man 2 Staatssekretärinnen stellt, da hängen Hunderte von Stellen dran, liebe Leute. Da hängt Geld dran, was gezahlt wird, was runterfließt in die Kreisverbände, in die Ortsverbände. Es hängt natürlich auch Opportunismus dran. Du willst nicht dein ganzes Leben, ich weiß das nicht, ich bin nie Parteifunktionär gewesen, aber ich kann mir vorstellen, dass man nicht ein ganzes Leben in der Opposition verbringen will. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ja. Aber dennoch nehme ich mir das Recht heraus, das als einen historischen Fehler zu kritisieren. Modelle, die Gesellschaft zu verändern, ja, das Programm Comment war da. Das war kein sozialistisches Programm, sondern das war der Versuch einer antimonopolistischen linkssozialdemokratischen Steuerung und wenn dann das Land von einer Bewegung erfasst worden wäre, weiterzugehen. Zu Düsseldorf. Ja, die Partei ist jetzt in der Tat in dieser Klemme drin. Allerdings, hast du irgendetwas gesehen an Straßenbewegungen in Nordrhein-Westfalen? Eben nicht. Eben nicht, eben nicht. Ich habe vor 3-4 Wochen Wahlanalyse in Marburg mir anhören dürfen. Da kam der hessische Landeswahlleiter der Partei, ein unheimlich kluger Kerl, ich habe seinen Namen vergessen. Der hat analysiert, jetzt setzt euch richtig fest auf den Stuhl, dass die Linkspartei, wir haben in Marburg immerhin, ich rufe immer auf als Unorganisierter, ja, deswegen sage ich wir haben immerhin 7 oder 8% gehalten. Wir haben gemessen an der letzten Bundestagswahl 2/3 unserer Stimmen verloren. Bei der Bundestagswahl haben wir 12-13% in Marburg. Jetzt haben wir 7 oder 8. Die Wahlbeteiligung ist extrem abgesackt. Klar, Bundestagswahl, Kommunalwahl. Und nun haben wir das analysiert. Und dann habe ich den Genossinnen und Genossen gesagt, Leute, wenn ich mir einen bescheidenen Rat erlauben darf, einen bescheidenen Rat, wartet nicht bis zur nächsten Kommunalwahl mit euren Infoständen, sondern macht jetzt einen Infostand. Macht jeden Monat einen Infostand. Ihr seid die einzige Partei in ganz Marburg. Kommt mal wieder zu unseren Friedenstreffen und kommt nicht nur die letzten 2 Monate vor der Wahl. Dann sitzen sie da, dann sind aber auch die SPD-Leute da, dann sind sogar die Grünen in Marburg da. Ja. Also ich will nicht sagen, dass ich die Weisheit erfunden habe, aber ohne eine Bewegung außerhalb der Parlamente ist eine Minderheitslinkspartei, und in Düsseldorf ist sie ja nun wirklich in einer verschwindenden Minderheit, die gerade mit 5,7% reingekommen ist, ist sie schlicht und einfach verloren. Ich kann denen jetzt auch keinen Rat geben, wie man in Düsseldorf 10.000 Leute auf die Straße bringt, aber wenn man eine neue Schulpolitik installieren will, und wenn die SPD Druck kriegt von allen Seiten, dann muss man mit den linken Sozialdemokraten, mit der GEW, versuchen, irgendwas auf die Beine zu stellen. Ich sage das nicht vom hohen Ross aus. Ich sage es nur, weil mir nichts Besseres einfällt. Und gab es auch in diesem Programm Kommun Ansätze, die Spielregeln der Politik zu ändern? Ja, die Spielregeln der Politik zu verändern. Also auch die Strukturen. Naja, wenn du Strukturen ändern... Ach, oder geht es jetzt nur um Sozialpolitik und Betriebe sozialisieren? Halt. Also die Nationalisierung von großen Betrieben, das ist Strukturpolitik. Ja? Die Nationalisierung von großen Betrieben, um dem Staat wieder
den Zugriff auf 30% auch der Industriearbeitsplätze zu geben. Damit kannst du Strukturpolitik machen. Das ist aber noch kein Sozialismus. Ja? Ja, also es ist, wie gesagt, der Versuch einer linkssozialdemokratischen Steuerung, Masseneinkünfte erhöhen, SMIC, also den Mindestlohn zu erhöhen, eine systematische Anti-Chômage, Anti-Arbeitserwerbslosenpolitik zu machen. Übrigens hat Jospin, Lionel Jospin, ich glaube 1995, sich eines der Dinge, die im Programm Comment schreiben, stehen, bedient. Jospin hat damals... Jospin war, wenn ich das richtig sehe, der Präsidentschaftskandidat, der... Das war er später. Er war damals der Regierungschef einer sozialdemokratischen Regierung, wo die Grünen mit in der Regierung waren, und die KP hat diese Regierung ab und zu unterstützt. Jospin hat ein Beschäftigungsprogramm für 700.000 Jugendliche ausgeschrieben. 700.000 Jugendliche bekamen nicht wie bei uns für ein halbes Jahr irgendeine Beschäftigungsmaßnahme oder für ein Jahr. Sie bekamen für 5 Jahre den Mindestlohn. Der Mindestlohn wurde zu 80% aus dem Staatshaushalt gedeckt und zu 20% musste er von den jeweiligen Trägern gedeckt werden. Beispielsweise in meiner Gemeinde Saint-Paul-de-Caisson. Die Gemeinde hat 2 junge Frauen, die arbeitslose Lehrerinnen waren, eingestellt, um den Kindern unserer arabischen Familien, die es sehr viel gibt in Südfrankreich, um die ein vernünftiges Französisch zu lehren, um zu verhindern, dass die durch das Rost fallen, dass die nicht aufs Gymnasium gehen können. Nach 5 Jahren hat der Bürgermeister gesagt, okay, die beiden Frauen brauchen wir, die haben super Arbeit geleistet, die kommen in den Haushalt der Kommune rein. 700.000 Arbeitsplätze geschaffen für 5 Jahre. Das ist meiner Ansicht nach Strukturpolitik. Die Hälfte dieser 700.000 wurden von Regierungs- und beispielsweise bei uns in unserem Dorf von Kommunen finanziert und die andere Hälfte, also 350.000, ging in die freie Wirtschaft und ging weg wie warme Semmeln. Das kann man hierzulande auch, wenn man es will. Das ist Strukturpolitik, aber kein Sozialismus. Genau, ich meine mit Strukturpolitik jetzt nicht wirtschaftliche Strukturpolitik, sondern die Veränderung der politischen Strukturen. Damit schafft man natürlich auch ein gewisses Potenzial, wenn diese 700.000 Jugendlichen dann sagen, ja, ich wähle jetzt Kommunisten und ich wähle nicht nur Kommunisten, ich engagiere mich jetzt da und ich gehe auch in die Partei und kümmere mich darum, dass diese Politik irgendwie fortgesetzt wird und noch mehr und alle Jugendlichen einen unbefristeten Arbeitsplatz bekommen und so weiter. Aber das ist was anderes, als wenn meinetwegen neue Formen von Demokratie entwickelt werden. Sozialistische Demokratie entwickelt. Also ich meine das jetzt nicht das in einer Endstadium, sondern halt eben Ansätze, in denen halt eben die zu einer, also eine Übertragung von Massendruck in politische Regelungen führen. Im Programm Comment, ja, 1981 folgende, nein. Und das ist, wie gesagt, ein der Sargnägel. Aber bevor man über Scheitern oder Verrat von politischen Überzeugungen oder so redet, muss man ja auch bedenken, dass man sich fragen muss, wofür oder warum ist man gewählt worden? Wenn Mitterrand ungefähr eine Zweidrittelmehrheit im Parlament hat oder hatte. Mit der KP zusammen. Mit der KP, ja. Und aufgrund des Mehrheits. Dann heißt es ja nicht, dass 2/3 der Bevölkerung für alle politischen Ziele, für die sozialdemokratische und die kommunistische Partei vertreten haben, nun auch Ja gesagt hätten. Sondern die haben Mitterrand und die beiden Parteien gewählt, weil sie diesen blöden Giscard d'Estaing loswerden wollten. Giscard d'Estaing, das ist der später den Vertrag von Lissabon, also die EU-Verfassung, geschrieben hat. Das war der seine französische Armee losgeschickt hat, um auf französische Fischerboote zu schießen, als sie gestreikt haben. Also richtig mit Kanonen auf die französischen Fischerboote geschossen. Der sollte abgewählt werden. So, und dann kann man ja nicht dann erwarten, dass die gesamte Bevölkerung, weil du davon gesprochen hast, man braucht die Politik der Straße, dass die gesamte Bevölkerung alles toll fand, was Mitterrand oder Marché wollten. Das Beste, was Mitterrand erreicht hat, ist die Abschaffung der Todesstrafe. Dafür verdient er einen großen Preis. Das ist für Frankreich was Besonderes gewesen.
Guillotine und so weiter, große Tradition der Todesstrafe, das hat er abgeschafft. Viel mehr hat er nicht erreicht, aber musste er auch mehr erreichen? Also ich finde das schon mal ganz große Sache, dass er das gemacht hat. Ja, 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 Uwe, das ist richtig. Ich sage auch, ich muss es noch einmal sagen, ich sage auch nicht, dass man nur einen Hebel umsetzen muss, um Hunderttausende von Menschen auf die Straße zu bringen gegen eine Austeritätspolitik, die 1982, 83 Raum greift. Natürlich, so einfach ist es nicht. Aber Mitterrand ist auch gewählt worden wegen der Massenarbeitslosigkeit, die unter Giscard stattgefunden hat. Massenarbeitslosigkeit, und zwar Langzeitarbeitslosigkeit, eine flagrante Jugendarbeitslosigkeit. Wir hatten damals 50%, Zahlen, die hierzulande undenkbar sind, 50% der französischen Jugendlichen waren erwerbslos. Ja? Das heißt, es gab einen starken sozialen Druck. Ja, Mitterrand hat auch noch ein paar andere Sachen zu Wege gebracht. Ich sage ja nicht, dass das alles schlecht war, nur was ich sage, diese Regierungsbeteiligung der KP hat ihr, und das ist ja unser Thema heute, hat ihr den Hals gebrochen. Wie gesagt, ich sage es nochmal, wenn sie außerhalb dieser Regierung geblieben wäre und sagte, wir machen Tolerierungspolitik, wir machen alles das mit, man kann ja auch Verträge machen über Tolerierungspolitik. Bitte schaut euch mal an, was die PDS in Sachsen-Anhalt gemacht hat unter Höppner. Das ist nicht das Schlechteste gewesen, was sie da gemacht haben. Ja? Und sie sind nicht im Nichts verschwunden. Wohingegen die PDS, jetzt Linke in Berlin, nach den nächsten Wahlen im Nichts verschwinden. Die werden 10 oder 12% bekommen und sie waren mal Mitte der 20er-Prozente. Also nicht, ich glaube nicht, dass es mechanistisch ist, dass man eine soziale Bewegung erzeugen kann, aber ich glaube sehr wohl, ich habe damals da gelebt, dass ein sozialer Druck da war und wenn die Partei das gewollt hätte und nicht Angst davor gehabt hätte, und das ist so meine ganz tiefe Furcht, dass die KP eigentlich nach 68 zum zweiten Mal Angst hatte vor einer sozialen Bewegung, die sie nicht steuert, dann hat man wirklich eine große Chance verpasst. Aber das werden wir, wie gesagt, erst in 30 Jahren wissen. Oder in 20. Forschungsauftrag für eure Kinder. Genau, wenn sonst noch jemand ist, zurücksteht. Ich weiß nicht. Nee? Okay. Und vorletzte Frage, danach habe ich noch. Vielleicht etwas überspitzt gesagt, antikommunistische Politik mit daraus in seiner Regierung ist ja nicht identisch mit dem sozial- und wirtschaftspolitischen Schwenk. Also wenn man vorher vielleicht von einer rechts-keynesianischen oder sogar mittleren Fahrt reden konnte, der Regierung, die auch programmatisch offenbar vereinbart war und festgelegt war, sogar mit relativ weitgehenden Dingen wie Verstaatlichung aller möglichen Art, dann ist ja aus dieser Situation dieser Schwenk in eine wirklich dramatische neoliberale Politik, und das war das ja auch immer, nicht ganz verständlich. Meine Frage zielt auf Folgendes. Also ich habe das damals in der Linken hier in der Bundesrepublik die Diskussion so wahrgenommen, als würde im Grunde der außenpolitische oder der Außenwirtschaftsdruck gegen Frankreich inszeniert und konzertiert mit Sicherheit von den USA die Regierung so unter Druck setzen, dass sie nur schwer dem hätte widerstehen können, sagen wir es mal so. Gerade weil Frankreich eben doch ökonomisch mit seiner eigenen Währung, mit seinen Außenhandelsbeziehungen allein stand und keineswegs irgendwie ein ökonomisches oder gar politisches Bündnis mit der Bundesrepublik etwa gehabt hätte. Hier hat es ja auch gerade dann 82, 83 einen Regierungswechsel gegeben, nach rechts hin und auch auf eine neoliberale Schiene. Meine Frage zielt dahin, kann man darüber Näheres sagen? Also ich weiß das nicht. Ich denke nur, das hat was damit zu tun, aber ich kann es nicht konkretisieren und wüsste es gerne genauer. Es ist genau so. Entschuldigung, vielleicht sollte ich das nochmal als
politischen Punkt dranhängen. Das ist ja nicht nur eine politische Vergangenheitsbewältigung, sondern die Frage würde sich ja auch heute stellen, wenn es nicht wie jetzt in der ganzen EU mehr oder weniger rechte Regierungen gibt, sondern wie vor nicht allzu langer Zeit eine durchgehend sozialdemokratisch geführte Regierung, wenn die sich dann mal entschließen würden, eine solche Politik für eine EU zu machen. Und das spukt ja als Fantasie mit Sicherheit auch in der Linken herum, dass man das also auf EU-Ebene mal machen könnte, wenn man die entsprechende Mehrheit hat, dann stellt sich ja doch auch die Frage, wie kann man dann die Außenwirtschaft handeln und kommt dann ja mit Sicherheit in Konflikt mit den USA. Also. Ja, ja. Ja, deine Frage auf den Punkt gebracht ist, gibt es die Möglichkeit in einem einzelnen kapitalistischen Land den Weg zum Sozialismus zu begehen? Jedenfalls in einem solchen wie Frankreich oder Bundesrepublik. Die Antwort ist leider nein. Ja, sie ist nein. Ja. Auf der anderen Seite, wo soll man beginnen, wenn nicht in Frankreich? So, und zum Anfang deiner Frage, du hast völlig recht, diese nachfrageorientierte Politik ist in der Tat von den USA torpediert worden und von der Bundesrepublik. Die Bundesrepublik, die damals noch nicht so ein extremes Exportland war und noch nicht ein so extremes Niedriglohnland war wie heute, aber wir haben trotzdem diesen Markt überschwemmt mit unseren Exporten und daran ist hat Mitterrand einfach kalte Füße bekommen. Die Frage ist, welche Konsequenz zieht man daraus? Wir hatten, das hast du auch schon gesagt, ich weiß nicht mehr wann es war, zu EU-Zeiten der 15 hatten wir in der Tat 14 sozialdemokratische Regierungen, zum Teil mit kommunistischer Beteiligung, in Schweden zum Beispiel, oder linkssozialdemokratische Leute, das war vor 8 oder 10 Jahren EU der 15. Damals war die EU 372 Millionen Konsumentinnen, Konsumenten, Produzentinnen, Produzenten. Da hätte man Links-Keynesianismus praktizieren können. Es gab auch solche Überlegungen selbst in der deutschen Sozialdemokratie. Natürlich gab es die auch in der Memo-Gruppe in Bremen. Es gab sie in der damaligen PDS. Aber die Chance ist erstmal vertan. Das war wirklich eine historische Chance. Aber vielleicht haben auch Sozialdemokraten Angst vor der eigenen Courage. Ich weiß es nicht, ich war noch nie einer. Ich kenne nur die Angst vor meiner eigenen Courage. Ja, ich fürchte, Sie haben keine Courage. Wie kann das eine Antwort? Angst ist eine Antwort, dass Ihnen das aus der Kontrolle gerät, dass das zu weit geht hier. Bitte, du hast es noch. Genau, letzte Frage. Die meisten großen politischen Theoreme kann man in 3 Sätzen zusammenfassen. Deshalb, in 3 Sätze, was wir aus Frankreich an politischen Theoremen lernen können. In 3 Sätzen. Oh, das ist gut. Wie viele Semikolons dürfen Eine linke Partei ohne linke Bewegung außerhalb des Parlaments hat in einer Regierung nichts verloren, erstens. Zweitens, national orientierte linke Bewegungen haben in den Köpfen und in der Diskussion nichts verloren. Und drittens, wenn die Linke aufhört, Friedenspartei zu sein, hat sie verloren. Und ich glaube, an dem Punkt, da war jetzt ein Semikolon dazwischen, seht ihr in der Partei noch relativ gut aus. Also der Konsens von Münster ist nicht gekippt bisher. Es gibt ein paar Aufweichungen, aber noch ist die Linkspartei die Partei, die sagt, mit Militär kann kein politisches, geschweige denn soziales Problem gelöst werden. War das okay? Eine Menge Niederlagen, aber ansonsten... Ja, genau. Woraus lernt man, wenn nicht aus Niederlagen? Ich bitte euch. Ja. Ja. Genau. Genau, es gibt noch Bücher zu kaufen und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ja, danke schön. An Johannes. 6 Euro, liebe Leute, lasst mich die Bücher nicht wieder mitnehmen. Ja.